Leute, noch bevor das Mate 20 und Mate 20 Pro auf dem Markt sind, stellt Huawei den Lite-Ableger vor und vielleicht ist er sogar das spannendste der drei Geräte. Ihr wisst, was jetzt kommt. Vielen Dank an Mobilcom Debitel, denn die haben mich mal wieder unterstützt. Ich hatte das Smartphone schon über 2 Wochen vor Marktstart und es war gar nicht so leicht, euch nicht schon gleich was zu verraten. Und das fängt beim Design an. Es ist sowohl hochwertig als auch schön anzusehen. Das Gerät besteht aus Glas und poliertem Aluminium und wenn man bedenkt, was hier für ein Akku drin steckt, ist das wirklich überraschend dünn. Wir finden neben der Kopfhörerbuchse, ja, sowas gibt es in 2018 noch, einen USB-C-Anschluss, ein gern gesehenes Upgrade gegenüber dem Vorgänger und den einzigen Lautsprecher, also kein Stereo an dieser Stelle. Auf der Rückseite ist unter der Dual-Kamera ein Fingerabdrucksensor und wie erwartet reagiert der augenblicklich und sehr zuverlässig. Meiner Meinung nach ist da Huawei weit vor der Konkurrenz. Eine Gesichtsentsperrung gibt es trotzdem noch oben drauf und sie ist auch sehr schnell, aber natürlich weniger sicher. Erstmal entsperrt kann man das 6,3 Zoll große IPS-Display mit wirklich ausgesprochen dünnen Rändern bewundern. Wenn selbst ein Lite-Gerät jetzt schon so aussieht, kann ich das Pro gar nicht mehr abwarten. Die Aussparung oben im Display ist, wenn auch schmaler als im iPhone X, verhältnismäßig breit, weil in ihr gleich 2 Kameras stecken. Die Bildqualität selbst hat mir gut gefallen, denn Full HD Plus ist im 19,5:9 Seitenverhältnis angenehm scharf und die Farbwiedergabe ist selbst aus schrägen Blickwinkeln noch top. Da es sich hier nicht um OLED handelt, lässt der Schwarzwert natürlich ein bisschen zu wünschen übrig, aber ich weiß, für den Preis wäre das Overkill gewesen. Im Inneren schuftet der neue Kirin 770 Prozessor mit 8 Kernen, 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher. Das sollte auf jeden Fall reichen und falls nicht, gibt es einen MicroSD-Kartenschacht. Oh, und NFC ist jetzt auch verbaut, was im Vorgänger noch gefehlt hat. Nachdem die Lite-Geräte von Huawei in meiner Erfahrung immer eine etwas enttäuschende Software-Performance hatten, war ich umso gespannter, wie sich das neueste Smartphone so schlagen würde und sagen wir mal so, es ist keine Offenbarung, aber weit besser als die Vorgänger. Man sieht immer wieder Hänger oder auch mal ruckelnde Animationen, aber viel seltener als davor. Ich habe es als mein Hauptsmartphone benutzen können und würde nur hinter das Wort Langlebigkeit ein großes Fragezeichen setzen. Da sich 3D-Games für gewöhnlich ohne Probleme spielen ließen, scheint der Prozessor stark genug zu sein, aber die Software ist wohl noch zu unausgereift. Huawei-typisch ist diese nämlich weit vom Android-Ursprung entfernt und erinnert viel eher an Apples iOS. So eine Software macht es vielleicht Einsteigern einfacher, sich direkt ins System zu finden, aber ich finde es irgendwie schade, dass der zweitgrößte Smartphone-Hersteller, nämlich Huawei, dem drittgrößten Smartphone-Hersteller, also Apple, nachmacht. Sollte es nicht eigentlich genau umgekehrt sein? Wie dem auch sei, Huawei hat auf jeden Fall fähige Leute im Haus, denn es gibt viele coole Features in diesem Smartphone, zu viele, um sie alle in diesem Video aufzuzählen und ich glaube auch viel eher, dass dieses Jahr der Fokus bei Huawei auf der Kamera liegt, denn da hat sich mächtig was getan. Die Hauptkamera hat 20 Megapixel mit einer 1,8 Blende und wird von einem 2 Megapixel Sensor für Bokeh-Effekte unterstützt. Selfies lösen sogar mit 24 Megapixel auf und auch hier stehen die 2 Megapixel für die Hintergrundunschärfe zur Verfügung. Die Bilder aller Kameras konnten mich positiv überzeugen. Sie sind hell, scharf und farbakkurat. Es entsteht dieser typische Huawei-Look, vor allem durch den starken Kontrast. Macht euch einfach selbst mal einen Eindruck anhand der hier gezeigten Aufnahmen. Ich persönlich komme mit ihnen vollkommen klar. Es gibt natürlich auch eine künstliche Intelligenz in dieser Kamera, doch offen gesagt war mir die zu aggressiv darin, die Sättigung hochzudrehen. Und wieso bitte gibt es keine 4K-Videofunktion? Zurück zu angenehmeren Themen. Die Mate-Serie ist seit eh und je für gute Akkulaufzeiten bekannt und auch dieses Jahr werden wir nicht enttäuscht. 3750 mAh mit Quick-Charge-Technologie stecken hier drin und das merkt man. Da der Prozessor nicht der stärkste und das Display nicht das höchstauflösendste ist, kommt man locker über einen und als genügsamer Mensch sogar über mehrere Tage. Auf Wireless-Charging wurde verzichtet, aber immerhin ist der Fast-Charger im Gegensatz zu Apple im Lieferumfang enthalten. Und damit wären wir auch schon beim Fazit. Überdurchschnittlich ist vor allem das Design, die Kamera und auch Akkulaufzeit. Für einen Preis von rund 400 €, ein Gesamtpaket, das es zu schlagen gilt. Die Hauptkonkurrenten dürften das Galaxy S8, Honor 10 und auch Nokia 7 Plus sein. Das letztere hat vor allem eine bessere Software-Performance, weil das nach wie vor Huawei's Achillesferse ist. Ich hoffe, das ändert sich jetzt bald mal. Nichtsdestotrotz ist es sehr beeindruckend, wenn der Nachfolger zu einem eh schon guten Smartphone nochmal bedeutend besser wird und das ist hier komplett der Fall.
Das war's von mir. Macht's gut, bis bald. Ciao.